Das Jahrhundert neigt sich dem Ende zu. Und für Transportmagnaten sieht die Zukunft rosig aus. Der eiserne Vorhang lichtet sich. Ost und West nähern sich vorsichtig an. Europa wächst zusammen. Eine Frau, die von Freund und Feind ehrfurchtsvoll die eiserne Lady genannt wird, hat im Dienste des Kapitalismus ganz Bedeutendes geleistet. Sie hat den Sozialstaat geschrumpft, die Gewerkschaften pulverisiert und die Staatsbetriebe in die Hände der Privatwirtschaft gelegt. Beste Voraussetzungen für neue Projekte. Wir schreiben das Jahr 1987 und Margaret Thatcher ist soeben das dritte Mal in Folge zur Premierministerin Großbritanniens gewählt worden. Nun endlich kann ein Projekt in Angriff genommen werden, das schon seit über 200 Jahren geplant wird. Eine Landverbindung, die Reisende trockenen Fußes von Frankreich nach England bringt. Ein Tunnel unter dem Ärmelkanal. Wir wurden auserwählt, dieses Meisterwerk der Technik zu bauen. Zeigen wir unser Können. Endlich kann es losgehen. Eigentlich sollte der Tunnel ja schon längst gebaut sein, doch beim letzten Versuch fehlte dummerweise plötzlich das Geld. Nun aber sind alle guten Mutes, vor allem unsere Investoren. Auf staatliche Zuschüsse warten wir allerdings vergebens. Die wird uns Frau Thatcher nicht gewähren. Die Arbeitslosigkeit ist hoch und die Arbeiter sind billig. Sorgen wir dafür, dass wir auch die für den Bau nötigen Güter günstig erhalten.
Die Geologie des Ärmelkanals ist weitestgehend bekannt. Zur Sicherheit sollten wir trotzdem die Beschaffenheit des Meeresbodens prüfen, damit auch ja kein Unglück geschieht. Immerhin war es mitunter die Angst vor Katastrophen, die all unsere Vorgänger davon abhielt, das Projekt wirklich in die Hand zu nehmen. Und damit haben sie nicht nur den Einfall der Kontinentaleuropäer gemeint.
verschworen zu haben. Genau wie die dortige Bevölkerung. Die zermürbt unsere Motivation mit ihrer ablehnenden Haltung fast genauso arg wie der harte Stein unsere Tunnelbohrmaschinen. Für letzteres Problem gibt es immerhin Abhilfe. Mehr Maschinen als mobile Ersatzteillager sozusagen. Wir würden allerdings deutlich schneller vorankommen, wenn wir auf die Zusatzlieferungen verzichten könnten. Ein Ingenieur aus Hastings glaubt, unsere Maschinen für das harte Gestein optimieren zu können. Wir sollten ihn aufsuchen. Der Maschineningenieur hat versprochen, unsere Bohrmaschinen so zu optimieren, dass sie auch durchs härteste Gestein fräsen, als wäre es Butter. Wir müssen ihm nur einige unserer Maschinen liefern, damit er seine Anpassungen in der Praxis testen kann.